Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie du in SQL Zeichenfolgen verketten kannst. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Es gibt viele Zeichenfolgefunktionen, die auf Zeichenfolgen in SQL angewendet werden können. Manchmal ist es erforderlich, zwei Zeichenfolgen zusammenzuführen oder zu kombinieren. Diese Funktionalität wird mit der Verkettungsfunktion in SQL erreicht. Diese kann mit dem Befehl concat durchgeführt werden. Sehen wir uns dazu zwei Beispiele näher an. Ich befinde mich nun auf dem SQL Management Studio und werde anhand einer Tabelle diese beiden Beispiele durchspielen. Dazu wechsle ich nun in die entsprechende Datenbank und wir werden dieses Beispiel anhand der DIM Customer anwenden. Diese Tabelle beinhaltet nun Kundeninformationen und wie hier zu sehen, gibt es nun die Spalte First Name, Middle Name und Last Name. Ein konkreter Anwendungsfall von Zeichenfolgenverketten wäre nun, dass diese drei Namen bzw. Spalten zusammengeführt werden. Aus diesem Grund verwenden wir nun den SQL-Befehl concat und können nun die einzelnen Spalten durch ein Komma getrennt angeben. Last Name. Nachdem ich nun die Abfrage ausführe, sehen wir, dass nun die einzelnen Spalten bzw. diese drei Spalten zusammengeführt sind. Jedoch das Ergebnis ist noch nicht so, wie es sein soll. Und zwar soll noch ein Leerzeichen zwischen den einzelnen Spalten mit angegeben werden. Das kann ich nun wie folgt machen, und zwar, dass ich sage, nach dem First Name gebe ich noch ein Leerzeichen hinein und nach dem Middle Name ebenfalls. Ich führe das aus und wie wir sehen, sieht nun das Ergebnis vielversprechender aus. Aber auch hier ist zu sehen, dass zum Beispiel bei dem Datensatz Nummer 6, Julio Ruiz, doppelte Leerzeichen vorkommen. Das ist nun auch nicht ideal. Jetzt gibt es noch eine Erweiterung dieser concat-Funktion und zwar nennt sich diese concat_ws und diese setze ich nun so zusammen, dass ich in der ersten Spalte das Trennfolgezeichen angebe. In diesem Fall ein Leerzeichen. Und anschließend kann ich nun wieder entsprechend die Spalten mit angeben. Wenn ich das nun ausführe, erhalte ich nun das Ergebnis und wie man sieht, lässt sich somit Zeichenfolgen beliebig zusammensetzen und verketten. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg.